Am heutigen Sonntagmittag kommt es zu zwei Partien in der dritten Liga. Spox klärt euch auf, wo und wann ihr die Spiele im TV, Livestream und Live-Ticker sehen könnt. Preußen Münster könnte mit einem Sieg weiter an Tabellenführer Osnabrück dranbleiben und Meppen versucht aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Die Münchner Löwen und Großaspach sind in der Mitte der Tabelle zu finden. Drei Liga heute live die Sonntagsspiele im Überblick. Die Partie zwischen 1860 München und Großaspach beginnt bereits um 13 Uhr. Das zweite Spiel zwischen Meppen und Münster startet um 14 Uhr. 1860 München, Sonnenhof Großaspach, 13 Uhr HRSV Meppen SC Preußen 06 Münster, 14 Uhr 3. Liga heute Live-TV, Livestream und Live-Ticker. Wie schon im letzten Jahr konnte sich Telekom Sport die Übertragungsrechte an der 3. Liga sichern. Der Pay-TV-Anbieter überträgt beide Partien am heutigen Sonntag jeweils um 13 Uhr und 14 Uhr. Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele zu sehen, kann wie immer auf den Spox Live-Ticker zurückgreifen. Die Tabelle der dritten Liga vor dem 13. Spieltag, Platz Teams. Tore-Diff. Erster VfL Osnabrück 1318 zu 810.262, SC Preußen 06 Münster 1221 zu 147.223, KfC Uerdingen 051315 16 bis 1224, FC Hansa Rostock 1319 zu 21.215, SPVGG Unterhaching 1319 zu 136.206, SV Wien Wiesbaden 1323 zu 203.207, Hallescher FC 1315 132.207, Karlsruher SC 1315 132.209, Würzburger Kickers 1319 zu 1.541.810 1. FC Kaiserslautern 1218 zu 1.621.711, SC Fortuna Köln 1317 zu 18.011.712.1860, München 1220 zu 1.371.613, Sportfreunde Lotte 1314 zu 16.021.614, Energie Cottbus 1315 zu 20.051.515, Sonnenhof Großaspach 128 zu 801.416, FSV Zwickau 1315 zu 16.011.417, FC Carl Zeiss Jena 1313 zu 21.081.318, Aalen 1214 zu 18.041.219, SV Meppen 1214 zu 20.061.220, Eintracht Braunschweig 1316 zu 29-138, Werbung.